Emil, wir sind in Paris angekommen. Morgen geht's gegen Paris Saint-Germain im dritten Gruppenspiel der Champions League. Zum dritten Jahr in Folge gegen Paris. Letztes Jahr zwei knappe Duelle. Was erwartet uns dieses Jahr für ein Team? Wie unterscheidet sich Paris vom Vorjahr? Oh, gute Frage. Ja, wir haben ein paar gute Spieler bekommen. Messi, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma. Also es gibt schon ein paar Spiele, die dazu gekommen sind und die auch richtig gut sind. Also die haben eine Top-Mannschaft. Es wird natürlich für uns eine große oder eine riesige Herausforderung, da dort auf dort zu spielen. Es wird nicht einfach, aber ich hoffe und glaube, dass wir was holen können. Jetzt ist einer der Top-Spieler Neymar, fehlt wahrscheinlich. Morgen ändert das was an unserem Matchplan? Klar, so ein Spieler wie Neymar wird natürlich für die fehlen, aber wir müssen uns auf unsere Aufgabe fokussieren und was wir machen müssen. Aber für sie ist es natürlich ein Verlust sozusagen. Trotzdem muss man sagen, du bist ja eigentlich ein eiskalter Killer sozusagen im Fußball. Du hast vergangene Woche in einer Woche 3 Elfmeter verwandelt am Stück in 3 Spielen. Wenn ich jetzt heute Nacht um 3:30 wecken würde, würdest du auch direkt wieder einen reinmachen? Ja, würde ich machen. Und morgen, wenn es so wäre, würdest auch du die Verantwortung übernehmen und trittst auch an vom Punkt? Ja, also wir haben ja viele Spiele, die es machen können. Ich habe es jetzt hier in Leipzig seit, ich weiß nicht wie viele Jahren es gemacht. Fühle mich wohl mit dem Elfmeters, aber wie gesagt, wir haben viele Spiele, die es machen können. Ich vertraue jeder. Wir haben dich oft in der Vergangenheit als Mr. Champions League bezeichnet. Du hast viele wichtige Tore von uns geschossen in der Königsklasse. Ist morgen wieder so ein Tag für einen ganz besonderen Emil Forsberg-Moment? Also wenn man die Gruppe sieht, ist es morgen für uns ein ganz wichtiges Spiel. Wir wollen da was holen. Um was zu holen, müsst ihr auch wichtige Tore machen. Und ja, wir schauen mal morgen, ob es passiert oder nicht. Aber ich bin gute Dinge, fühle mich gut, fühle mich fit. Wir haben auch gute Stimmung in der Mannschaft. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir können was machen. Und ich hoffe auch, dass wir das auch morgen zeigen. Das klingt schon mal sehr gut. Wir haben morgen übrigens auch 1400 RBL-Fans mit dabei. Der Support auch nochmal, der euch richtig pushen wird morgen? Auf jeden Fall. Also wir sind immer froh, wenn die da sind. Wir brauchen die. Das sind unsere 12. Mann. Die sind immer überragend, überall. Egal wo wir sind, sind die immer dabei. Und wir sind natürlich sehr dankbar dafür. Und ja, ich bin ja seit 7 Jahren hier. Ich weiß, was es für sie bedeutet, aber auch für uns. Das darf auch die nicht vergessen, sondern wir machen es zusammen, wir gewinnen und wir verloren zusammen. Und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn die da sind. Sehr gut, dann lass uns morgen gemeinsam eine großartige Leistung zeigen für 3 Punkte. Danke, Emil. Danke dir.